Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. So, ich hoffe mal, bei euch ist soweit tonmäßig alles in Ordnung. Denn mein Headset hat den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich mein neues dran. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, ihr seht gerade, ich bin im Nether. Ich habe den Miner mal wieder umgestellt gehabt. Hab da jetzt auch schon angefangen, immer mehr, dass ich dann hier auch mal, wenn ich Stein dabei habe, die Wege ausbaue. Habe aber für mich selber jetzt entschieden. Also ich muss hier einiges umbauen. Und für die jetzt, wo jetzt sagen, nein, nicht große Umbau. Nein, nein, nein. Ich erkläre nur, was ist passiert. Oder was will ich machen? Ich möchte sozusagen hingehen und die Treppenhäuser ein bisschen. Dadurch, dass ich ja gerade noch so am Rumprobieren bin, halt verändern. Also das heißt, ich habe jetzt hier meine Linie. Ne? Das heißt, die wird auch bleiben. Aber zum Beispiel das Treppenhaus in die Richtung wird definitiv breiter werden. Weil ich möchte es jetzt so haben, dass ich jetzt dann immer 5 Stockwerke nach oben gehe und dann halt. So, gehen wir mal schnell dahin. Ja, genau, kann ich gleich was zu den Werkzeugen sagen, weil ich habe ja mitgekriegt, ihr guckt nicht alle die Speed-Folgen. Die letzte war definitiv eine. Ich habe meine Werkzeuge komplett jetzt aufgewertet. Und zwar, ich habe jetzt die Schaufel auf Vanadiumstahl. Ich habe meine Haupt, also nicht meine Haupthammer, sondern meine Nebenhammer auf Vanadiumstil. Ich habe meine Picke auf Kobalt. Ich habe meine Mattock hoch. Ich habe meine Lucky. Nach oben dieses Power Perverse. Also die hat jetzt ein Mining Speed von 48. Also das ist. Bruh. Da wird es einem anders, wenn man dem zuguckt. Und die anderen sind auch nicht gerade langsamer geworden. Ja. So, habe ich aus Versehen noch Stein oder sowas da? Das Schöne ist, bei mir ging gerade sozusagen alles nacheinander platt. Das hat mir total ge gut gefallen. Ich bin ja froh, ne, dass ich schon mittlerweile so eine halbe Vorahnung habe und habe mir schon mal sicherheitshalber neues Headset besorgt gehabt und auch eine neue Maus, ein neues eine neue Unterlage. Und ja, die habe ich jetzt gebraucht. Wie gesagt, das nächste, was jetzt dann kommt, ist, dass ich von dem provisorischen Rechner wegkomme. Denn das ist graus, weil ich kann, ja, Minecraft geht, aber ja, es werden auch viele sagen, ja, man muss auch nichts anderes spielen, außer Minecraft. Na ja, stimmt. Aber auch stimmt aber auch nicht. Weil es gibt dann halt damals doch dann ein paar Sachen, wo man halt sagt, ja, das werde ich jetzt schon mal gern machen. Und dann geht's nicht, weil ja, man nicht die Möglichkeit dazu hat. So, jetzt muss ich hier mal ein paar Steine klauen. So, jetzt muss ich noch gucken. Also da geht's dann los. Das heißt, ich brauche noch mal 3 Steine. Ja, also ihr seht, ne, das ist ja auch schon jetzt pervers, was die Kobalt kann. Also die Kobalt ist jetzt bei 41 Mining Speed. Muss jetzt dran denken. Ich habe jetzt nämlich auch meine Maustasten mal auf Minecraft umgestellt. Das heißt, ich kann jetzt auch mit der Maus meine Packs öffnen. Bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich mir das gemerkt habe. Ja, wie gesagt, hat ein Mining Speed von 48, ne? Die hat 41. Durability ist halt des Todes. Also die hat jetzt 5000. Die hat 10.285.
Ich habe schon gesagt, wenn man halt jetzt hingeht, ne, ich bin ja beim Überlegen, ob ich mir nochmal Werkzeuge baue. Aber die halt mit dem billigsten Kopf, was es gibt. Aber die besten Unterteile, was es gibt. Also Schaufel mit Damaskusstahl und okay. Und Flinthead. Eine Picke mit Obsidian Binding und Damaskus Steel Tool Rod. Wobei ich beim Binding nicht mal sicher bin, ob es da nicht sogar was Besseres gibt. Ja, die sagen Saumium. Ja, hätte man sogar einen Modifier frei oder zwei, ich weiß es nicht. Dann selbe, okay, mit der Picke, mit dem Hammer habe ich es ja gemacht, da habe ich ja Eisen. Bei der großen Schaufel habe ich es ja immer noch gemacht, da ist ja ein Netherrack. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, ne, dass ich eine effektive Durability von 9042 habe, mit einem Netherrack-Kopf, ja, einfach nur genial. So, und was hat der? Ja, nett, weil wie gesagt, da ist es halt jetzt wirklich die Abart. Also da dauert es auch abartig lang, bis ich da mal jetzt dann level. Ja, also da bin ich jetzt gerade mal bei Redstone, also bei Tool Level 13. Ich brauche jetzt 12.260 für die nächsten. Also da muss ich ganz schön meine Basis umbauen, um die halt unendlich zu machen. Aber wenn du halt 10.000 hast, dann ist es dir auch Wurst. Ja, und wie gesagt, dann habe ich ja noch den Silk Touch Hammer. Der hat ja noch den Eisenkopf. Und wenn es sein muss, baue ich mir noch einen dritten. Der weil dann Cobblestone herstellt, wo dann Alumite und Damaskusstahl drin ist. Und den Kopf kann ich ja dann drauf lassen. Der ist halt dann für die Geschwindigkeit, wenn ich halt schnell abbauen muss. Ja, genau. So, also, jetzt haben wir dann hier. Heißt, ich brauche. Hat er nicht gerade gesagt, er wird nicht in der Folge umbauen? Was interessiert ihm sein Geschwätz von gerade, hä? Ja, nicht ganz. Also, ich will ja nur. Also, ein bisschen was machen wir schon. Dass man halt mitkriegt, worüber das ist. Wo es hingehen soll. Ja, also, das heißt, für mich ist diese Ebene, wo wir jetzt gerade sind, ist für mich die erstmal die Mining-Ebene. Die wird sich jetzt dann zwar ändern. Weil es jetzt nach oben geht. So, ich bin jetzt hier auf 120. Oh, und jetzt seht ihr mal, was schaufeln können. Ich finde es einfach nur geil. So, das ist mal richtig. Problem ist, ich darf nicht zu lange rum albern. Wobei ich albe ja nicht rum, sondern ich mache ja was Vernünftiges. Weil wie gesagt, der Miner soll jetzt dann irgendwann da oben rumhoppen. So, wir sind jetzt auf 125. Ja, ich hole mir doch lieber noch mal ein Stack-Kabel. Viel springen ist hier nicht mehr.
Ja, dann ist das leider falsch. Dann brauche ich noch mal schnell meinen Hammer. Baue noch mal schnell 9 Stück ab. Schöne ist, wenn es, also egal, ob das jetzt Netherrack ist oder anderes Material, ist gleich schnell weg. Also ich glaube, Unterschied werde ich jetzt dann nur mitkriegen, wenn ich Obsidian abbaue. Aber das kann ich auch nur mit der. Mit der anderen kann ich es ja gar nicht. Oder doch? Ne, die get Redstone. Könnte sein, dass die das auch kann. So, auf jeden Fall haben wir jetzt dann hier unseren Weg. Ja, wobei ich bräuchte eigentlich. Doch, ich mache das eigentlich so, weil ich möchte ja eigentlich haben, dass meine Gänge dann hier entlang sind. Ja, ich wollte eigentlich nicht hier nach oben, weil ich ja immer wieder mit den nervigen Fleisch da in Versuchung gebracht wird, ne? Aber wie gesagt, wenn man das halt mittlerweile eine Schaufel hat, ne, die wo halt so arbeitet, dann ist einem das egal. Ja, genau. So, okay. Das zack, haben wir jetzt auch. Und dann habe ich jetzt hier meine Gänge. Beziehungsweise habe dann auch immer Ausgänge nach draußen. Das heißt, ich habe dann auch Absprungpunkte, falls da mal jetzt dann eine Höhle ist und so weiter und so fort. Werde ich dann insgesamt überall so machen. Kann aber auch noch sein. Ich glaube, Ehre. Ist es zwar egal, weil das muss sowieso alles weg. Das wird alles wegrasiert hier oben. Schaut dann irgendwann so aus wie da hinten, dass dann auch Stein drin ist und schön gepflastert ist. Ich muss die Steine wegkriegen. Den normalen Stein kriege ich schon nicht mehr ins Fass. Ich müsste jetzt schon voiden, was ich momentan immer noch nicht will. Und einige sagen, void in endlich. Nein. Die Illusion hebe ich mir noch auf, dass ich das gebrauchen kann. Genau, so, dann haben wir jetzt eigentlich soweit alles. Wie gesagt, Treppenhaus wird dann irgendwann umgebaut. Ich hab nur für mich festgestellt, das werdet ihr jetzt auch erlebt haben. Die letzte Folge war jetzt auch, glaube ich, für euch länger. Ich kann es euch noch nicht sagen. Die Folge ist leider noch nicht geschnitten. Bin aber hinterher. Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt ja nur noch ein System habe, hat es da aber so Macken. Ich bin ja schon mal froh, dass ich so einen kleinen Rechner habe, den ich dafür verwenden kann. Wenn einige sagen, Alter, was dein kleiner Rechner ist, ist bei mir der große. Und oder nicht mal das. Also mein neuer NASA-Rechner, wenn da alles jetzt so weit funktioniert, da hoffe ich, dass ich jetzt in den nächsten Tagen meinen mal da jetzt eine Info bekomme. Dass mir da dann auch mal weiterkommen. Das Witzige ist ja, jetzt werden die sagen, was? Wie kannst du im. Muss ich einfach mal einfach ein Datum in den Raum schmeißen. Wie kannst du jetzt im Februar immer noch nicht. Den Wasserschaden komplett weg haben. Also für mich ist noch Januar. Aber ja, sehe ich auch so. Aber wie gesagt, hat länger gedauert. Und da ich ja sozusagen auch nur das Privileg habe, bei jemandem meinen Rechner kaufen zu können, der eigentlich nur an Geschäftsleute verkauft, ne, weil wir den halt in der Arbeit schon ewig kennen. Ja, hab ich halt die Möglichkeit, bei dem das halt zu ordnen. Und wenn der halt sagt, der hat wichtige Termine, dann geht das vor. Ja, ist halt so.
Und ich musste das erstmal das allerletzte Schreiben aufsetzen lassen und zu meinem Rechner prüfen lassen über die Versicherung. So, genau, dann war ich kurz hier. Dann habe ich hier jetzt mal ordentlich auch sauber umgebaut. Die komische Kuh hüpft hier immer noch rum. Was ich aber jetzt festgestellt habe, ist, wenn man die umdekoriert, dann kann man auch die Türen zwei hoch machen und vor allem dann hüpfen die Viecher nicht mehr rum, weil wenn ist klar, die Blöcke sind ja eineinhalb hoch. Die Viecher sind aber dumm wie Brot. Die sehen halt, ist eins hoch, will ich drüber hüpfen. Und hüpfen und hüpfen und hüpfen, kann man halt nicht drüber. Ja, deswegen jetzt zwei hoch, da hüpft nichts mehr. Ja, also momentan, also das hier wird sozusagen, gehen wir mal da nach rüber. Also das wird jetzt mein Kuh, also hier sind dann die Mushroom Cows. Da drüben kommen Kühe hin und hier sind dann Schweine. Drüben kommt dann irgendwann nochmal ein Tor hin, weil ich habe mich jetzt entschieden, dass ich das drei Chunks breit mache. Also das heißt, es kommt noch einer. Momentan nicht verwirren lassen. Ich habe hier Schafe, ich habe hier noch einen Esel. Wie gesagt, schaut euch diesen Speed an, dann versteht ihr, warum ich nur einen Esel habe. Die Hühner sind noch drin, aber die Schafe verschwinden noch nach drüben, die Hühner verschwinden nach drüben und auch Pferde und die Esel kommen noch nach drüben. Also da gibt es dann auch noch mal so einen Stall wie hier. Großartig passiert ist hier dann nichts, wie gesagt. Genau, sondern passiert ist jetzt eigentlich hier einiges. Ich glaube, ich habe hier noch ein bisschen ausgehoben. Wir sind jetzt bis hierhin haben wir jetzt schon mal weggegraben. Oder habe ich das danach gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist hier weiter zu graben. Und ich habe hier jetzt mal Kakteen aufgestellt. Was ich aber gerade, was ich aber mit Erschrecken festgestellt habe, es gibt keine normalen Kakteen mehr, sondern es gibt nur noch Tiny. Ich kann zwar mit den Tiny, glaube ich, fast genauso viel machen wie mit den großen, aber ich möchte trotzdem auch noch die großen haben. Das heißt, es werden auf jeden Fall, dann wird noch eine Reihe kommen mit großen Kakteen. Und die wird dann auch so aufgebaut wie da, dass man halt noch vorbeilaufen könnte. Und dann kommt noch eine dreireihige Bambusreihe. Und dann kommen diese lustigen Gläser, wo dann die Monster nach unten absegeln und aber ich nicht. Genau. Und das ist jetzt halt genau der Part. Und dann haben wir eigentlich, ja, also wenn man sich das hier so anschaut, ich sage jetzt mal noch der Chunk. Und dann müsste man eigentlich fertig sein. Das ist doch was, ne? Also das heißt, dann ist nur der Garten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Chunks groß. Also nach vorne. Und dann kommt hier auch nichts mehr rein. Wie gesagt, hier geht es noch ein wenig nach drüben, da geht es noch ein wenig nach drüben. Ein wenig ist gut. Bis halt meine Felder so weit drin sind. Schön, dass ich die. Ah, ich hab. Habe ich den? Nein, habe ich nicht. Schmeiße ich jetzt erstmal hier rein. So, und Chunk Flash kommt auch weg. Genau. Ich glaube, das war großartig das, was ich gemacht habe. Aber wie gesagt, das war eine 3-Stunden-Aufnahme. Dass man mal so Zeitintervall. Und davor noch eine Stunde. Also es ist 4 Stunden zusammengekürzt auf, ich glaube, zwischen 400 und 500% mache ich immer. Wie gesagt, wenn ihr feststellt, dass es euch zu schnell ist, schreibt's mir in die Kommentare, kann ich alles ändern, wenn ich was weiß.
Ja, ich habe auch schon, das heißt schon gelesen, es wurde mal gesagt, mein Lager mit 3x3 Chunks, ich soll es doch lieber 5x5 machen. Ich glaube, war Elite. Elite, du darfst nur nicht vergessen, hat mehrere Ebenen. Also wie gesagt, ich kann nach oben gehen. Ist oben, glaube ich, soweit ich weiß, auch frei. Kann ich jetzt aber nicht mal mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich habe jetzt noch den Bereich hier hinten. Ja. Und dann sind wir, und dann ist die, wäre die erste Ebene voll mit Drawn. Dann haben wir hier eine zweite Ebene. Ja, also da habe ich ein bisschen was angefangen. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene. Und dann habe ich erstmal den Boden reingemacht. Und dann kann ich immer noch sagen, okay, wir gehen noch weiter runter. Darf nur nicht vergessen, AE soll auch noch mit hier hin. Als eigentlich bin ich ja der Meinung, dass das Draw-mäßig reicht. Und dass wir dann anfangen, AE zu installieren darunter. Ja, dass dann der Würfel ziemlich weit unten ist und genau die ganzen anderen Sachen dann drüber. Wenn wieder nichts dazwischen kommt. Aber es schaut momentan gut aus. So. Da ist jetzt mal nichts gelaufen. Da ist was gelaufen. Gelaufen. Ja, ich habe da auch mal so ein bisschen so ein bisschen Routine mit reingemacht im Speed. Also, das seht ihr mal, da musst du wegen warten, dann musst du dieses machen, dann musst du jenes machen. Das ist schon, das ist, da ist schon einige. Ja, ich habe schon gesagt, das Schlimme ist, wenn du auf den Server kommst. Ich mache meistens es so, dass ich ein, dass ich, wenn ich auf den Server komme, dass ich hingehe und dann sage, okay, jetzt gehen wir erst einmal nach draußen und tun mal die ganzen Felder einmal abernten. Dann meistens zur Ölpumpe laufen, die das Öl holen, weil die dann meistens ja auch schon leer sind. Ich merke gerade, das Headset ist weitaus lauter eingestellt. Ui, mir hat es gerade die Ohren rausgedroschen. Ich hoffe, dass es bei euch nicht so extrem ist. Muss nur aufpassen, dass ich es jetzt mir nicht abdrehe. Wäre dann bestimmt witzig. Weil dann mache ich es ja aus. So, ah, sehr schön. Wir können gleich wieder zweimal laufen lassen. Na, dann kommt, wie gesagt, dann Öl einfüllen, was ich jetzt halt auch gerade so ein bisschen mache. Na, dann wird geschaut, die Erze, ist alles soweit in Ordnung? Sind sie alle durchgelaufen? Kisten aufräumen. Ja, und dann merkt man erst einmal so, ja, sehr schön, die erste halbe Stunde, Stunde ist rum. Und man hat jetzt bis jetzt gemacht, richtig, nüscht. So, was ich jetzt auf jeden Fall für mich auch noch festgestellt habe, ich habe die sehr gut hingestellt. Also natürlich war das jetzt ein Joke, weil ich natürlich genau da, wo eigentlich mein Aufzug hinkommt, irgendwann, ja. Da so eine Engine im Weg ist. Aber wir haben ja gesagt, ist provisorisch. Also ist es erstmal ein bisschen egal. So, dann wollen wir dann gleich erstmal weitermachen mit den Quests. Genau. Dann, denn wir wollen ja jetzt auch mehr Maschinen irgendwann bauen können. Und dann wäre es von meiner Meinung nach vorteilhaft, wenn man auch diese Silikon-Boots herstellen kann. Und dafür brauchen wir entweder Silicon Tetrachlorid oder Trichlorosilane. Ich werde beide Wege machen, um selber mal rauszufinden, was am meisten sinnvoll halt ist. Wir brauchen einmal Raw Silicon, wir brauchen Chlorin.
Genau, Chlorin, Chlorin, Chlorin. Nein, ich möchte keine kaufen. Das können wir auch mal demnächst anmachen. Gibt es da irgendwie eine vernünftige Quest? Polyvinyl? Iron 3 Chlorid. Chlorine, your new best friend. Genau. Chlorine is a fluid that is used in Signature the game. You might as well use to collect it now. Now you can electrolyze salt, rock salt, sodalite, finally use, or salt water for it. Sodalite. So, habe ich die vielleicht schon in meinem kleinen so, Chlorin? Large Chemical, also nochmal Chlorin? Rock Salt Lithium, Potash Lithium, wir klicken noch mal hier drauf. Electrolyzer. Gehen wir mal schnell hier durch. So, was haben wir hier? The Rock Salt auf jeden Fall. Das verschieben wir auch gleich mal in die richtige Richtung. So, dann also Rock Salt oder Salt. Hydrochlorid. Ja, aber das will ich ja herstellen. Calciumchlorid, das macht ja auch keinen Sinn. Appetite. Das ist noch was gut zu wissen, weil Appetite weiß ich nicht, ob ich jetzt das ganze Zeug brauche. Eisen-3-Chlorid, nee, das müssen wir ja herstellen. Das hört sich auch an, als wäre das was. Das ist das Einzigste. Ja, Sodalith, das ist noch eins. Was noch ein wenig gehobener ist. Ja, weil, wie gesagt, alles, das, genau, das wollte ich gerade sagen. Das Problem, was man halt hat, ist, von den Schritten her, was kommt da? Also Salz ist klar, Salz ist ziemlich, ist ein Material, das baut man ab. Bearbeitet es weiter, gut ist. Ne? Gibt es da andere Möglichkeiten? Gibt es da Möglichkeiten, die wo ich nicht sozusagen rückabwickel? Ja, man kann ja alles auch rückabwickeln. Und da erstmal die Wege rausfinden, was am meisten Sinn macht. Ja, das kriegt man halt dann erst mit. Also wie gesagt, zum Beispiel das da, Refined Platinum Salt Dust. Weiß ich gar nicht, ob ich das hab. Ich glaube, ich habe das da. Gibt es da bessere Wege? Das ist jetzt alles, was wir jetzt dann peu à peu hoffentlich alles rausfinden. Und wenn ihr sagt, ey du, das Beste ist. Wie gesagt, ab in die Kommentare damit.
Okay, also Salz umwandeln oder Sodalith. Wobei ich ja eigentlich schon jetzt der Meinung bin, dass Sodalith eigentlich irgendwann mehr Sinn macht. Klar, ich muss es dann natürlich Adern finden und ausgraben. Weil da kriege ich auch das Raw Silicon raus. Das ja uns weiterbringt. So, jetzt wollte ich mal gucken. Halt, falsche Richtung. Muss in. Nein. Muss hier rein. Hinten habe ich immer noch nicht weitergemacht. Wie viel Chlorin habe ich denn? Chlorin. Mercury. Chlorin habe ich 9. Muss ich noch mal schnell was gucken? Es wäre noch, was jetzt noch so als Idee, was jetzt cool wäre, wäre, wenn man jetzt hier auswählen könnte. Ich möchte jetzt nur LV oder nur MV-Rezepte sehen. Das ist ja, was man sieht. Ne? Ich sehe hier LV. Ne? Sozusagen so eine Art Filter. Weil das sind ja auch alles Filter. Ja. Also, dann. Fluidkenner, Electrolyzer. Gibt es eigentlich eine. Das ist Plasma. Das interessiert auch keinen. Aber aus Salzwasser oder sowas? Aber wenn wir es aus Salz, ja, okay, da ist halt noch Wasser da drin. Ja, wobei. Brian. Okay. Das ist angereichertes Salzwasser. Brian, ist das so eine Art Brackwasser dann? Nee. Kann kein Brackwasser sein, weil Salzlake. Saltwasser ist. Ja, Salzlake oder Lake. Salzwasser ist ein bisschen bescheuert. Und Salzwasser. Das sind ja ein paar Sachen, die ich ja aus dem 1.12er ja noch super finde. Die haben ja schon so viel gemanagt, wenn man halt einen Ozean hätte, ne? Dass man sagt, okay, Ozean, unendliche Salzquelle, weil bis du den leer geschöpft hast, ne? Ja, also ich glaube, da treten dann 5222 Bewohner, die am Ende der Minecraft-Welt leben, auf mein Bart, bis ich das dann geschafft habe. Okay, also, das ist jetzt schon mal der eine Weg. Jetzt schauen wir mal uns den anderen an, weil Chlorin ist jetzt halt nicht jetzt gerade das Gelbe vom Ei. Hydrochloric Acid Cell. Und die mache ich über. Willst du mich verarschen? Willst du mich doppelt verarschen? Mit Sulfuric Acid und Salz. Ja, okay, das stellt sich ja her. Habe ich das gerade irgendwo rumfliegen aus Versehen? Oder ist es jetzt. Nee, passt schon. Das ist der eine Weg, den wo wir auf jeden Fall gehen werden.
um an Sodiumbisulfat ranzukommen. Dann heißt es, ich müsste das Zeug eigentlich haben. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Weil ich weiß definitiv, ich habe schon zweimal was hergestellt, aber ist egal. Ja, also das heißt jetzt, okay, das heißt, wir machen jetzt make some Trichlorosilan. Das heißt, ich brauche jetzt Hydro und Chlorin im Verhältnis 1 zu 1. Warum, dass ich gesagt habe, ist, ich benutze 1000 und 1000 ergibt 1000. Ja, also, wenn ich. Also, nein, normalerweise nicht. Also, außer ich habe da. Ich muss da mein Sebo nochmal fragen. Aber ich bin der Meinung, es müsste, wenn es wenigstens 1250 Liter wären. Also ein bisschen mehr. Da, wenn ich jetzt 2000, 1000, habe ich 1000, 1000. Also 3000 und kriege nur 2 raus. Klar. Und verliere sogar Volumen. Da verlierst du richtig Volumen. Ja, okay, das könnte. Naja, wobei, nee. Das musst du mitrechnen. Da kriegst du was dazu, weil es sind ja auch 1000. Sind 40, 50, also 40, 41, 44 und 45 und 45, 45, 15, 24 setzt er ein. Aber das ist halt auch ein interessanter Weg, ne? Weil wenn du unendlich Wasser hast, okay, Sulfuric Acid, hoffe ich, dass ich dann auch da einen vernünftigen Weg aufbaue. Merk schon, das wird jetzt sehr viel Theorie. Haben wir eine Quest, die so heißt? Aussieht nicht. Wir schauen noch mal hier rein. So, noch mal Hydro. Chlorin. Dann nicht. Aber der Weg ist jetzt für mich der erstmal in die legendäre. Wie viel brauche ich denn? 12 Stück. Ja, ich muss Chlorin herstellen. Hab ich Steinsalz da.
nicht viel. Und Salz habe ich gar keinen Sahne. Ich merke gerade, ich habe hier Salz nicht eingebaut. Das heißt, die müssen auch noch umwandern. Da muss noch Salz hin. Das ist jetzt halt leider mein Hauptproblem. So viel Salz habe ich, glaube ich, noch nicht abgebaut oder noch nicht gefunden. Mit Salz und Sodium. Ich werde auch jetzt ein bisschen Salz haben, oder? Lass mich hier ein bisschen Salz haben. Da hinten. Ich glaube nämlich, dass ich wieder mir das mir wieder eingefallen ist, wie ich das am besten herstelle. So, wir waschen uns mal schnell zwei. In der Zeit räume ich wieder den Käse auf. Und der Käse kommt hier rein. Copyright, dann genau, da kriege ich Kobalt raus. Ja, Purified Salt Ore. Kommst da rein. Ich hoffe, dass mir zwei Stück reichen, dass ich das Nötige dafür habe. Läuft, weil ich brauche nämlich wieder Kupfer, weil ich mir Unrelated Copper ausgeht und noch mehr schöne Sachen. Und dann macht es Sinn, dass man da mal wieder wegen nachproduziert. Denn ich glaube, ich habe zwar noch ein paar 174, 204, das habe ich auch, aber wie gesagt, ne, können wir ja sauber mal durcharbeiten. So, nochmal Salz. Ja, ne, ich will zwei Dusts haben. Zu lang warten wir. In der Zeit gucken wir mal uns an, beziehungsweise nein, räumen wir das da hinten um. So ein bisschen Platz kann ich mir ja hier schaffen. So, das heißt, du kommst jetzt weg. Werde ich jetzt erstmal hier aufbauen. Wie gesagt, Lager umräumen, das wird noch oft passieren. Weil irgendwann komme ich rein und will es danach Farbe ordnen oder was weiß der Kuchen nach was. Also dann fange ich komplett Spinnen an. Ja, das kann ich gut. Und dann wird umgeräumt. So, das ist doch schon Salz. Ach, ich bin ja blind. Hat keiner gesehen.
Hat einfach keiner gesehen. Ja, ich weiß. Eure armen Bildschirme. Braucht ein Putztuch. Alter, das Salz ist doch da. Ist aber trotzdem ganz gut, dass ich welches mache. Genau. So, also, und zwar, wo war das? Das war jetzt dann. Ja, hier der Weg. Ich habe nur, um Chlorin herzustellen, war das, ne? Genau. Das wird mein Hauptweg. Das heißt, in den Electrolyzer kommen jetzt zwei Salz rein. Wird eins meiner Mobiles. So, das heißt, ich habe jetzt das. Ich habe jetzt ein Sodium. Und dieses Sodium. Wir machen mal den anderen Weg. Wie stelle ich denn Salz her? Glaube, der einfachere Weg wäre gewesen, Sodium weiter zu verfolgen. So, mit Sodium. Sodiumhydrid. Kann jetzt natürlich sein, dass das in der Vorversion war, dass es das in der Vorversion ging und jetzt auch von mir nicht mehr. Man weiß es nicht. Ja, also hier Sodium zu Sodiumhydroxid. Ja? Aber ich war der Meinung, dass es da ein Rezept gibt, wo ich aus dem Zeug wieder Salz hinkriege. Und zwar genau zwei. Kann natürlich sein, dass jetzt noch ein Schritt dazwischen war. Das weiß ich leider nicht mehr. War, glaube ich, der Weg hier. Genau. Mit Sulfuric macht man das. Ja, hätte man sich's halt mal gemerkt, ne? Ich was finden. Das wollen wir nicht mehr lange länger suchen, weil wir müssen ja was anderes auch noch herstellen. Ja? Also normalerweise, aber ich kenne es halt so, dass man halt da so eine Art Mobile aufbaut. Man nimmt ein bisschen Salz. Dieses Salz haust du da ein oder zweimal durch. Und danach hast du halt, ja, kriegst du immer wieder zwei Salz raus. Ich merke gerade, ich wäre hier total verarscht. Ich krieg gerade gar kein Salz raus. Na. Wie stellt man Salz her? Das muss ich doch gucken. Natürlich, wenn ich jetzt dasselbe wieder einsetzen müsste, um dasselbe rauszukriegen, wäre es natürlich doof. Sodium. Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Vier Sodium macht auch keinen Sinn.
Sodium, das und das da. Nee, macht auch keinen. Also das ist schon mal nicht. Ein Salty Root vom Good Generator. Bisschen Wasser, kann man Salz rauskriegen. Okay. Distillation Tower. Oder habe ich da gerade einen falschen im Kopf? Oder habe ich da gerade das im Kopf? Glaube, ich habe gerade das im Kopf, wie ich aus Wasser mit Salzwasser mache und dann destilliertes Wasser und trotzdem wieder mein Salz rauskriege. Ich glaube, ich habe das im Kopf gehabt. Das kann natürlich sein. Wenn, wie gesagt, wenn es da noch eine Möglichkeit gibt, die finden wir. Und ja. Na, Wahnsinn, ich habe mal ein Salz bekommen. Die Folge ging leider auch 3 Stunden, weil ich kein Salz kriegte. Ich da nicht raus. Salz und Sodium, ne? Das Zeug, was ich ein Dutzend billiger habe. So, die räumen wir mal alle raus. Jetzt habe ich 11. Und ich brauche 12. Komm, spuck mir noch ein Salz aus. Dankeschön. Was ich auf jeden Fall auch irgendwann jetzt machen werde, demnächst ist mal da oben mal schön alles platt machen, dass in den ganzen Bereich erstmal nichts mehr spawnt. Weil ab und zu ist das richtig nervig. So, ich habe jetzt Chlorin und jetzt brauche ich noch Hydro. Davon brauche ich auch 12. Ich muss ja schon fast glücklich sein. Weil ich endlich mal Hydro los werde. Bis jetzt kenne ich nur Hydro. Okay, also Chlorin. Chemical Reactor. So, Hydrochlorid Acid ist mit 1. Okay. Also. Du und du. Perfekt. Also das heißt, ich muss auf jeden Fall Salz herstellen. Wie gesagt, cool wäre es halt auch, wenn man Salzwasser oder sowas verwenden könnte. Aber wie gesagt, wir werden alles rausfinden. Moment, jetzt komme ich halt wieder in Bereiche rein, ne, wo ich mich nicht mehr so gut auskenne. Ja, davor ging es noch. So, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal das. Jetzt brauchen wir 4 Raw Silicon. Die habe ich, soweit ich weiß, schon ins Lager verräumt.
the hammer. The second route is probably even better with just two single block chemical reactors. You can make silicon solar grade. In the first step, make some trigro irgendwas. Das heißt jetzt die was? Zwölf, vier und zwei Zellen. Okay. Also, du kommst. Auch mal gucken. Circuit brauche ich keinen. Also das heißt, ich brauche jetzt das, das und das da. Was? Die Batterien sind alle? Moment. Verarschen? So fehlt hier ein Kabel. Wieso fehlen hier Kabel? LV High Ampere Transformer. Lass mir überall das Kabel wegschmolzen? Nö. Aber jetzt habe ich natürlich ein Problem, ne? Wie viel Redstone Alloy habe ich noch? Auch 8, das heißt, ich brauche dreimal Rubber. Jetzt merke ich schon, ne? Also jetzt will er mich ja wegen verarschen. Also das Zeug ist die ganze Zeit gelaufen. Und auf einmal ist das Kabel weg. Wir gucken noch mal. Ja, das sind aber auch nur 8 Batterien drin. Weiß nicht, wie das geht. Warum? Der kann doch nur eigentlich 8 Stück anfordern. Und ich habe ein 8-fach Kabel genommen. Und das ist ein LV-Transformer. Er macht
Step down MV zu LV. Ja, okay, ich kann 16 Ampere rausziehen. Aber ich verstehe es nicht. Das verstehe ich gerade gar nicht. Vor allem die ganze Zeit ist es gegangen. Hier ärgern Drag. Ja, und vor allem, ihr wisst ja, ne? Da, wenn ich mal nicht aufpasse, ne? Das hat auch vorhin bestimmt ein bisschen gebrannt. Ne? Da kann es mir komplett den LV High Ampere Transformer zerreißen. Dann geht es wie eine Kette da oben durch, ne? Dann haut es mir die ganzen Maschinen weg. Aber ich verstehe nicht warum. Also wenn einer Ideen hat, gerne, ihr wisst ja, ne? Kommentaros. Wenn der jetzt wieder wegbrennt, ne? Dann verstehe ich gar nichts mehr. Es ist ja auch nicht der Große. Ich kann mir ja nur vorstellen, dass da dass der gerade irgendeinen Rechenfehler drin hat. Dass der gesagt hat, ich brauche nicht 8, ich brauche 9. Das kann das Kabel nicht. Ja, ich kann ja jetzt Gott sei Dank ein bisschen mehr herstellen, weil ich ein bisschen Raw Silicon habe, aber ich habe halt auch nicht unendlich. Das ist mein Problem. So, okay, also. Wieder ablenken lassen. Davon 4 Stück. Das heißt, wir haben jetzt diese Quest fertig. Und jetzt brauche ich Trichlorisellan und 8 Hydro. Ja. Halt. Das da brauche ich. Chemical Reactor. Hydro, Trichlorosilan, ne? Oh, toll. Drake, das hast du wieder. Das hast du jetzt noch besser gemacht. Nein, nein, nein. Also ich hab Triclosan, ja. So, welchen Circuit brauche ich? Ein Einser.
Das heißt, wir stellen dich rein und dich lege ich da rein und dann fängst du das Laufen an. Wie gesagt, momentan nur erstmal herstellen, dass wir überhaupt was haben. Wie gesagt, das wird alles viel einfacher. Also, wie gesagt, wenn ich dann alles mal so die einigermaßen die Wege habe, dass ich sagen kann, okay, das ist so, dann wird dann auch das genauso aufgebaut. Das heißt, ich lege meine Grundmaterialien da rein. Am besten stehen sie auch auf irgendeinem Schild drauf. Und wenn ich dann wiederkomme, so, jetzt Hydrochloric Acid. Das kann ich mir mal irgendwann angucken. Das haben wir. So, und was brauche ich dafür? Dafür brauche ich 4 Stück. Whichever path to follow, you can have solar silicon dust. You want to smelt it into ingots to make plates for transistors. Ah, jetzt hat er es erkannt. So, und ich brauche jetzt 32 Stück davon. Yay! Gut, also das heißt, das kann ich jetzt vorbereiten. Mir da ein bisschen was raussuchen, alles Mögliche fertig kriegen. Und dann werden wir hoffentlich dann ja beim nächsten Mal ein bisschen was zusammen haben, dass wir dann da weitermachen können. Sehr schön. Ja, wie gesagt, passt der Ton so? Wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare, was euch einfällt, wenn ich mich verbessern soll. Kann ich das nur mit eurer Hilfe? Und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.